Ja, das war irgendwie am Frankfurter Tor. Und ich war bei irgendjemand im Haus und der stand draußen an der Eingangstür und hat mit seiner Wasserspritzpistole auf mich gezielt und hat sich diebig gefreut, als er abgedrückt hat und auf die Scheibe und da lief es runter. Also eigentlich hat er auf mich geschossen. Ja, und das fand ich dann schon irgendwie ein Foto wert, als das Wasser da runterlief. Die Stasi hat das Foto bei der Hausdurchsuchung mitgenommen. Alles, was gegen sie gerichtet war, war Feind. Jugendliche Militarisierung, das war ja so eine Anspielung. Aber im Osten ging es ja schon im Kindergarten los. Die haben ja schon mit Spielzeugpanzern im Kindergarten gespielt. Und es gab dann so eine Phase in der DDR, so, das ging Anfang 80er Jahre los, durch die Friedenswerkstatt, dass Leute dann angefangen haben, dagegen zu meckern. Dass im Kindergarten eigentlich schon mit Soldaten gespielt wird und die NVA hochgelobt wurde, weil die wollten natürlich auch werben für später, die wollten sich die Kader ran erziehen, dass sie genug Offiziere dann kriegen bei ihrem dämlichen Verein, den sie dann da so, sie haben sie ja derartig ernst genommen. Das war Ende 90 oder Herbst 90. Es gab ja so viel Leerstand im Osten, dass da ganze Häuser besetzt wurden. Also das ging erst nach Mauerfall, war das erst möglich. Und ja, waren ja keine Eigentumsrechte geklärt, das war ja alles offen, das war ja alles Neuland, Niemandsland. Und das ist keine Räumung, erstmal jedenfalls nicht. Die Mainzer Straße sollte gar nicht geräumt werden, sondern in der Riegerer Straße sollten 12 Häuser geräumt werden. Die aber aus der Mainzer, die haben eine Soli-Aktion gemacht. Die haben 10 Minuten lang die Frankfurter Allee blockiert. Und daraufhin ist Riesenkommando gekommen, also massig an Polizei, und ist in die Mainzer Straße reingefahren. Da war aber gar keiner. Die waren alle in den Häusern und die Leute hatten sich verrammelt. Die Türen waren zu, als die Bullen darin sind. Da flogen die Steine von oben. Und die Bullen immer wieder rein, raus. Dann kamen sie mit irgendwelchen großen Spanplatten, dann haben sie Schildkröte gespielt. Und also das war Steine und Molotow-Cocktails flogen da ohne Ende. Also bin ja da unten mit rumgerannt. Ich habe dann nicht mehr durch den Kamerasucher durchgeguckt, sondern nur noch drüber, über die Kamera. Weil musste ja mit Weitwinkel machen sowas. Da siehst du die Steine nie kommen. Es war wirklich Krieg. 167 verletzte Polizisten und ein verletzter Hausbesitzer. Und dann war klar, dass natürlich jetzt geräumt wird nach der Aktion, nach dem Montag. Und da bin ich Mittwoch früh wieder hingefahren und da ging die Räumung los. Und über die Hauseingänge sind sie nicht reingekommen, das war alles dicht. Und nur die GSG 9 hat es dann geschafft, die sind von Hubschraubern mit Seilen von oben auf die Dächer und haben die Dinger von oben aufgeknackt, wie die Sardinenbüchsen. Also ich weiß, dass es in der Lüchner Straße war. Also ich war schon vorbei. Und dann habe ich gesehen, dass die eine Oma da kniete und da, naja, Kamera hoch und zweimal drauf gedrückt und das war's. Also viel mehr war da nie. Also aber es ist inzwischen mein Lieblingsfoto geworden. Damals hatte ich es nie dabei, weil der Auswahl jetzt erst, als wir mein Archiv gemacht haben, ist mir das über den Weg gelaufen. Ich hätte auch gerne eigentlich gesehen, wie sie überhaupt hochgekommen ist. Ich wollte auch nie, dass sie es mitkriegen, da muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß nie, wie die reagiert hätten. Die haben es ja gar nicht bemerkt, dass ich da geknipst habe. Die waren ja so mit sich beschäftigt. Das war ein Hamburger Magazin, das gab es im Osten gar nicht. Und die Westpresse ist ja im Osten mehr oder weniger sogar verboten gewesen. Und da wollten sie es probieren mit dem Ossi und habe ich einen Auftrag gekriegt, die Ostberliner Szene zu fotografieren. Und da haben sie mir Kodak-Filme geschickt über Korrespondenten, die haben mir die Filme dann mitgebracht. Und ich habe aber erstmal, das war meine erste Farbreportage, mein erster Auftrag für Farbe. Und da habe ich erstmal mit Urbo-Filmen probiert, wie Farbe überhaupt reagiert. Also da habe ich viel üben müssen und ich hatte dann zur Seite gestellt eine Bildredakteurin aus Hamburg, die kam alle Vierteljahre
Ich hatte mich dann für Tageslichtfilme entschieden und drinnen habe ich dann teilweise geblitzt, um das Kunstlicht, wenn es zu fett wurde, ein bisschen zu neutralisieren. Was mich dann hinterher ein bisschen erschüttert hat, war, wie gesagt, es war meine erste Farbreportage, die dann auch gedruckt wurde. Es sind ja dann sogar zwei im Heft gewesen. Zwei Reportagen. Und im Gutachten der Stasi, wisst ihr, was die da geschrieben haben? Hauswald zeichnet ein düsteres Schwarz-Weiß-Bild der Hauptstadt. Zu meiner Farbreportage. Das war 85, direkt Weihnachten in der Immanuelkirche war das ein Konzert. Ich bin ja nicht, ich hatte Szeneauftrag, ich bin ja dann überall gewesen, wo was los war. Und das ist zum Beispiel so ein geblitztes, da habe ich drin geblitzt, da habe ich so eine Langzeitbelichtung gemacht, so eine halbe Sekunde, eine Viertelsekunde oder so, und oft geblitzt. Und deswegen ist da so viel Bewegung, so viel Power drin, da in der Doppelseite, in der Eröffnungsgeschichte. Und der Speicher, der da drauf ist, der Punk, das ist auch eine ganz witzige Geschichte, den habe ich dann später nochmal fotografiert. Und wir sind uns ständig über den Weg gelaufen. Naja, und so vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, sehe ich ihn auf dem Alex. Und da meint er: Oswald, ich habe inzwischen meine Akte gewesen. Jetzt weiß ich, dass du sauber warst. Ab jetzt können wir Freunde sein. Weil das die einzige Möglichkeit war, bei Kirchens Opposition zu zeigen und so eine Veranstaltung überhaupt zu machen. Sowas konnte ja sonst nirgendwo stattfinden. Die FDJ hätte sowas nie gemacht, wo sie Musik anbieten für Punks oder. Deswegen haben sie es ja auch Bluesmesse genannt. Also Messe, also eine kirchliche Veranstaltung. Da hatte der Staat nicht die Kralle drauf, da konnten sie nichts machen. Passt, oder? Jetzt gehen wir keine rauchen. Scheiße.